Mein Name ist Julia Aschenbrenner. Als Quartiersmanagerin kümmere ich mich um die Dorfentwicklung in Sittlinghausen. In meinen Gesprächen wird immer wieder deutlich, wie wichtig die ehemalige Schule, das Haus des Gastes und das Gelände rund um die Gärtnerei Jürgens ist. Es gibt schon so viele Ansätze. Man ist nah am Grün, man lebt direkt im Ortsmittelpunkt, man kann hier wohnen, arbeiten, leben, Freizeit verbringen, die vielen Sporteinrichtungen drumherum, die kulturellen Nutzungen im Haus des Gastes. Die Fläche rund um die Schule, die sieht man ja im Grunde gar nicht so. Also man sieht immer das Schulgebäude, aber wie viel Platz und wie viel Grünfläche auch dahinter sich noch verbirgt oder was mal aus so einer Fläche wie die ehemalige Gärtnerei werden kann. Für all diese Sachen suchen wir unbedingt Ideen. Ein Ort, an dem früher so viel Leben war, sollte auch wieder zu einem lebendigen Dorfmittelpunkt entwickelt werden. Also, die Potenziale sind auf jeden Fall da. Jetzt liegt es an euch, einen wunderbaren Ideenprozess mit uns zu gestalten.